habe ich denn jetzt meine? Ich hab's schon wieder vergessen. Kann aber nicht sein. Kartentisch. Ei. Es gibt ja bei manchen Let's Playern stehen ja die Werkbänke rum, ne, in der Wildnis. Und bei mir sind es die Kartentische. Gut, dann muss ich ja sowieso zurück, weil ich jetzt keine Karte mehr verkleinern kann. Und dann hängen wir sie mal auf. Das heißt, die mit den normalen Karten dann im Bahnhof. So, die brauche ich jetzt nicht mehr, die rechte. Die linke brauche ich auch nicht mehr, die tun wir wieder weg. Gucken wir mal, was ist das hier für eine? Ach, ein. Das ist keine verkleinerte. Die verkleinerten, die vergrößerten, die haben. Ne. Ja. Nehmen wir mal die mit. Genau. Die passt dann schon besser. Da geht's rein. Jo, kommst du noch mit im Fluss? In den Fluss, meine ich. Hier. Oder bleibst du auf dem Ozean, mein lieber Delfin? Ich hab dich, ich sehe dich gar nicht, ich hab dich nur gehört. So, wo bist du? Ah, keine Ahnung. Ist schon weg. Der gute Delfin. So, jetzt brauche ich gar nicht auf die Karten gucken. Das kennen wir schon. Fahrbare Höhle da. So. Was sind wir jetzt? Ah. So, sind wir im Prinzip außerhalb. Jetzt müssen wir die beiden anderen Karten wiederfinden. Eine habe ich schon. Das ist die. Und dann hatte ich ja noch eine gemacht. Nein, die nicht. Ich habe gar keinen Überblick mehr. Ja, da ist sie. Genau. Dann fahren wir hier noch mal ein bisschen rum. Dass wir die Karte voll kriegen.
Ist ein bisschen laggy, ja. Was ist das hier da? Ja, da werden wir mal die Karten aufhängen. Soweit es geht. Hier wird noch ein bisschen rumfahren. So, da komme ich doch eigentlich auch hier dann dran vorbei, ne? Können wir den anderen Zugang nehmen? So. Können wir gleich mal hier so ein bisschen rumfahren noch. Das hier mit aufnehmen, diesen Kanal, wenn wir schon mal hier sind. Gehen wir wieder zurück. Es wird ja schon langsam wieder Nachmittag. Und wir wollen noch ein bisschen am Bahnhof herum basteln. So, da sind wir wieder. Legen wir die Karte mal ab und dann geht's nach oben. Erstmal ins Lager, respektive legen wir die Karten mal ab im Bahnhof. Hier haben wir ja noch so ein paar leere Kisten, genau, da passt das wunderbar rein. Okay. So, dann, ja, dann müssen wir die armen Kühe mal ein bisschen uns vornehmen. Sie geben uns auch genug zur. Ja, habe ich denn ein Schwert mit? Mit Glück oder was?
Also, was hat das hier? Das hat nichts. Das hat nichts. Das hat Effizienz. Vielleicht sollte man da auch noch ein paar Glück drauf machen, oder? Gucken wir mal. Erstmal hinlegen, falls es denn geht. Gehen wir mal in unsere Zauberkammer. Gucken wir noch, ob wir da Glück haben. So, was haben wir denn hier für Verzauberung? Stärke, Effizienz, Schutz. Schutz, Stärke, Hilfe, Schutz, Schutz, wieso immer nur Schutz? Habe ich noch leere Bücher? Ja, haben wir noch genug. Gibt es da vielleicht irgendwie mal sowas wie Glück? Wenn ich dann noch ein bisschen Lapis dabei tue. Schutz, wieder Schutz, 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 Treue. Durchschuss. Wow. Dafür haben wir nicht genug Erfahrung. Okay. Stärke, Schärfe, Effizienz, Schutz. Ich müsste mal irgendwie das ein bisschen besser sortieren hier. Aber unsere Erfahrung ist halt nicht so gut. So. Ich habe in irgendeinem Video, ja, da habe ich was gesehen, was ich ganz interessant fand. Muss ich direkt mal testen, ob das hier auch geht. Also gehen tut das natürlich schon. Aber das muss ich mal testen. Also wie geht ein Amboss? Amboss, Amboss. Da muss ich wahrscheinlich die Sachen in der Hand halten, ja. Nee. Heißt der nicht Amboss? Oh yeah. Eisen. So. Heißt er nicht Amboss? Wie heißt das Ding auf Deutsch?
Also das ging doch irgendwie so, dass man einen Eisenblock hat und dann hier drei da drunter. Oder hat man dann noch einen Eisenblock da drüber nehmen müssen? Oder ging das so? Neue Rezepte verfügbar. Da ist er doch. Oh Gottchen. Ja, siehst du, ich muss erstmal einen Eisenblock craften, damit ich das Rezept in der da sehe, ja. Hallo, der ist aber wirklich heftig. Aber das möchte ich mal ausprobieren, ja. Was ich da in dem einen Let's Play Video gesehen habe, oder ich weiß nicht, was es war. Let's Play Video, keine Ahnung. War das so? Nein. So, wie war der jetzt am Boss? Ach. So, aber es geht. Kann ich ihn auch direkt rausnehmen. Er sortiert mir das automatisch einnehmen, das ist auch nicht schlecht. Gute Sache. So, jetzt tun wir das mal weg. Jetzt haben wir so viel Eisen verbraten hier. Echt wahr, ich muss richtig mal Eisen suchen. Ihr könnt ihr Eisenfarm machen mit Eisenmonstern, mit Eisenkerlen, ja. Aber müsste man ja Bewohner gefangen gehalten. Und ich bin da nicht so der Mensch, der das macht. Die armen Dorfbewohner irgendwie gefangen halten. Ob das dann die positiv, emotional positiven. So, jetzt. Der ist nämlich schon ein bisschen arg zerdetscht. Und jetzt hat der den hier draufgestellt. So, die fallen ja runter. Das heißt, wenn der jetzt verbraucht ist hier unten, dann rutscht der von oben automatisch nach. Der hat in seinem Video hier drei oder vier übereinander. Ich habe gedacht, warum macht er das? Aber es macht Sinn. Es ist sinnvoll. So, Seerosenblätter. Hey. Was haben die Rosenblätter eigentlich noch für positive Eigenschaften? Außer dass es Seerosenblätter sind, sag ich mal. Gehen wir mal hier rum. Hier waren wir lange nicht. Ja, wir können ja mal gucken, wie weit diese. Der Seetang hier gewachsen ist. So, der ist schon ordentlich hoch. Und der hier. Dieser ist irgendwie mickrig. Den pflanze ich noch mal neu ein. Warum wächst du nicht? Ich sehe gerade eine Chunk-Grenze, dass ich öfter bei diesem war. Denn der macht ja wirklich richtig richtig eine feine Sache hier, ne? Ich könnte natürlich jetzt sagen, ich werde auch auf der Seite hier da mal so ein bisschen manuell nachhelfen. Ausreicht, dass er dann auch von selber weiter wächst. Okay, jetzt wollen wir mal ein bisschen die
Mäh und Mu. Nicht die Mäh, die Mu schlachten, ja. Wow. Da ist auch wirklich sehr viel hier. Leute. Habe ich genug Platz? Ja. So, 13, 15, 15. Und es wird dunkel. So, 17 Leder.